Die Ruhe war trügerisch an jenem 15. Juli 2017 in Spiegelhagen. In wenigen Minuten sollte der Ort den größten Feuerwehrumzug in seiner Geschichte hautnah erleben. Ein wunderbares Auto. Hallo. 90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Spiegelhagen. Anlass genug, Gäste zu laden und dem Ort ein wenig italienisches Flair zu verleihen. Ah!
Und nach all dieser ungewohnten Aufregung brach das Dorf auf, um sich auf dem Festplatz einzufinden und erst einmal zu stärken. Und die Spiegelhagener Wehr hat sich alle Mühe gegeben, die hungrigen Mäuler zu stopfen. Unterstützung bekam sie von der Feuerwehr aus Perleberg. Schon nach wenigen Minuten war nichts mehr von dem Erbseneintopf übrig. Der Rettungshubschrauber vom ADAC, Christoph 39, war Gast an diesem Tag. Zwischenzeitlich allerdings musste er für einen Notfalleinsatz abheben. Und der Gelbe machte so viel Wind, dass der eine oder andere Bierbecher oder auch der Rest vom Erbseneintopf plötzlich verschwunden war. Die Versorgung war ausgezeichnet und nicht nur mit dem Essen, auch für die Unterhaltung wurde gut gesorgt, selbst für die Kleinsten. Und der wohl größte Spaß war das Gülle-Roulette der Firma Osters und Voss. Für den vorbeugenden Brandschutz in den eigenen vier Wänden stand das Brandschutzmobil mit diversen Anschauungsmitteln am Ort bereit. Auf die Rettungsflieger vom ADAC ist Verlass. Wie versprochen, waren sie dann wieder zurück. Und es gab einen Hubschrauber zum Anfassen. Mindesthöhe gebunden. Eine Mindesthöhe schon, aber nicht an der Macke. Cool. Parkplatz, schon gelandet, haben also nichts gesehen. Und da bin ich dann immer ausgegangen. Was wäre eine Jubiläumsfeier einer Feuerwehr ohne Schauvorführung? Spiegelhagen zeigte Brandbekämpfung im Wandel der Jahre. Lutz Jeschke, hier, ihr müsst alle weg, da wo ihr steht, da müsst ihr weg. Brände waren im Mittelalter irgendwo, es war sehr, sehr schwer, so ein Feuer zu löschen. Da könnt ihr euch vorstellen, wie viel Eimer man haben musste, um dieses Feuer einfach zu löschen. Da brauchst du 100 Mal. Alte Sirene, die aber nicht mehr funktioniert. Wir haben die Idee, hier mal irgendwann am Gerät daraus auszubauen. Hätte natürlich super geklappt, wenn die schon funktioniert hätte. Die Essen sind noch heute im Gebrauch einiger Feuerwehren. So, eine Frage, wenn jemand wüsste, wer die Denkmaldinger da reingeklebt hat, ist nur interessiert, natürlich jetzt mit einer Kugelspritze das Feuer zu löschen, was ihm natürlich nicht in den Weg wird. Und die kommen jetzt zurück. Und früher unter Artenschutz, was ja heute eine ganz andere Bedeutung hat, unter Artenschutz. Jetzt sind wir hier stark, jetzt können wir anfangen. Doch mal! Hey, wo bleibt der Posse? Nach dem mehr oder weniger erfolgreichen Löschangriff aus den Zeiten der 70er Jahre musste der Wehrführer noch ein unfreiwilliges Bad über sich ergehen lassen. Da,
Dafür kriegt ihr jetzt ein Bier. Ja. Und Eiskatterblumen. Ja. Ihr werdet nicht mehr befördert. Ja. Jetzt gehen die alten Kameraden, die... Also eigentlich könntet ihr... Hallo, die Kühlspritze muss da weg. Die Kühlspritze muss da weg. Aufräumen war angesagt, denn man brauchte Platz. Platz für die ganz Großen. Der Gruppenführer steigt aus. So sieht die Feuerwehrmann heute aus. Der steigt aus, geht vor zum Sponsor. Aber weiß man einfach nicht, was ist überhaupt im Haus drin, was ist im Müllkonto dieses Auto gekommen. Ich glaube 1996, da hat die Bundesrepublik Deutschland hat weit über 150 oder 200 so eine Fahrzeuge gekauft und hat die in die einzelnen Landkreise. Sehr kompliziert, weil dieses ganze muss man trotzdem ruhig bleiben, wenn man sehr aufgeregt ist und da rein will, aber man muss sich einfach viel Zeit lassen, da nicht davon nachlassen. Aber es ist immer die eigene Sicherheit, ist immer ganz, ganz wichtiger, der zu erkunden und zu entscheiden, welche Aufgaben die einzelnen Truppen erledigen. Und er muss immer wieder gucken, geraumer Zeit zurück. Der hat, Adelberg, hat sich in den letzten, ich sage mal, 10, 12 Jahren so entwickelt, dass eigentlich, wenn wir uns ganz viel Mühe geben, das auch, und nochmal wieder zum Beispiel, wir hatten mal Ja, es war schon beeindruckend und es war aufregend. Und nicht nur für die kleinen Besucher, sondern auch für die vielen, vielen Großen. Es gab viel zu diskutieren und auch wieder viel zu essen. Mit Sicherheit, es war ein gelungener 90. Geburtstag. Und mögen die Einsatzkräfte immer unverletzt und gesund aus ihren Einsätzen zurückkehren, damit in 10 Jahren der 100. gefeiert werden kann. Mit allen.